Grüß Gott, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deutschland hat ein verlässliches System der Alterssicherung, das auf drei Säulen ruht, der gesetzlichen Rentenversicherung, der betrieblichen sowie der privaten Altersvorsorge. Unser Ziel ist es, auch langfristig ein Gesamtversorgungsniveau aus allen drei Säulen sicherzustellen, das annähernd dem heutigen Niveau entspricht und dabei die junge Generation nicht über Gebühr belastet. Und gerade Letzteres, die Frage der Generationengerechtigkeit, ist ein der zentralen Messsteine von allen Vorschlägen, die Opposition und SPD vorgeschlagen haben und vorlegen, nämlich die Frage, wie generationengerecht ist es, wie stark werden unsere Kinder und Kindeskinder tatsächlich belastet. Und hier sehen wir dann letztlich auch, dass viele der Vorschläge tatsächlich nachhaltig hinterhältig sind, weil sie tatsächlich zu massivsten Mehrbelastungen für die junge Generation führen. Wir wollen das System an einzelnen Stellschrauben nachjustieren. Wir wollen keine Revolution, keine Rolle rückwärts in der sozialen Sicherung in Deutschland, sondern eine Evolution unseres bewährten Alterssicherungssystems. Mit der Rentenreform 2014 haben wir bereits in dieser Wahlperiode wichtige rentenpolitische Maßnahmen verabschiedet, die zu einer Stärkung der gesetzlichen Rentenversicherung als erster und zentraler Säule der Alterssicherungssysteme in Deutschland geführt hat. Weitere gesetzliche Vorhaben, beispielsweise zur Erwerbsminderungsrente und zur Rentenangleichung Ost-West, werden wir noch im Frühjahr im Deutschen Bundestag beraten. Und mit dem Gesetzespaket, über das wir heute beraten, verbessern wir die Bedingungen für die private und die betriebliche Altersvorsorge. Man kann es sich natürlich ganz einfach machen und die kapitalgedeckte Altersvorsorge in Zeiten der Niedrigzinsphase schlecht reden nach dem Motto, alles gescheitert. Nach demselben Muster hätte man übrigens vor 12 Jahren auch sagen können, das Umlageverfahren der gesetzlichen Rentenversicherung ist gescheitert. Erinnern wir uns doch mal zurück vor 12 Jahren. Rot-Grün hatte damals die gesetzliche Rentenversicherung an die Wand gefahren gehabt. Damals war die Rentenkasse pleite und die laufenden Renten konnten nur durch ein Bundesdarlehen des Bundesfinanzministers gezahlt werden. Das bedeutet und zeigt, die umlagefinanzierte gesetzliche Rente steht heute deshalb so blendend da, weil der Jobmotor in Deutschland brummt, weil wir die Rahmenbedingungen für Wachstum und Beschäftigung seit Jahren richtig gestellt haben. Und unsere Aufgabe ist es als Union, auch in Zukunft diese Rahmenbedingungen sicher und richtig zu stellen. Und wir haben gezeigt, das kann nur die Union, meine sehr verehrten Damen und Herren, richtig. All das, was Opposition und SPD und insbesondere Schulz vorschlagen, führt dazu, dass der Jobmotor abgewürgt wird mit fatalen Folgen für alle. Allein aus diesem Grund konnten wir diese Wahlperiode nach mehr als 20 Jahren die Leistungen für die Menschen wieder deutlich verbessern. Das hätten sich auch viele vor 12 Jahren sicherlich nicht träumen lassen. Das zeigt, Rentenpolitik ist nichts für Schnappatmer. Das gilt auch für die Riester-Rente und vor allem auch für die betriebliche Altersvorsorge. Viele Millionen Menschen sorgen privat für ihr Alter vor. Ich stehe zum Auf- und Ausbau der zweiten und dritten Säule und halte es deshalb auch sozialpolitisch für zwingend, ihre Bedingungen zu verbessern. Und mit der Gesetzesvorlage der Regierung setzen wir an zwei entscheidenden Stellschrauben ein und an. Zum einen die stärkere Verbreitung der betrieblichen Altersvorsorge. Sie muss für die Mitarbeiter von Klein- und Mittelbetrieben selbstverständlich werden. Ende 2015 hatten ca. 17,7 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte eine Anwartschaft bei ihrem Arbeitgeber. Das sind knapp 60% aller sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Allerdings, und der Kollege der Grünen hat ja darauf hingewiesen gehabt, in den Betrieben mit weniger als 10 Beschäftigten verfügen lediglich 28% der Mitarbeiter über Betriebsrentenanwartschaften. Das müssen wir ändern. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Verwaltungs- und Kostenaufwand, vielleicht ein nicht zu kalkulierendes Haftungsrisiko. Und die Gesetzesvorlage der Bundesregierung setzt hier auf eine Analyse an, genau an diesen Punkten, und setzt auf die Sozialpartner. Künftig auf der Grundlage von Tarifverträgen sollen sogenannte reine Beitragszusagen möglich gemacht werden, nicht verbunden mit Mindest- oder Garantieleistungen.
Der Gesetzentwurf ist an dieser Stelle zunächst einmal Ergebnis eines zähen Ringens von BMAS, Bundesarbeitsministerium und Finanzministerium, aber auch der Sozialpartner. Nicht alle Seiten sind sicherlich zufrieden, wenngleich die Idee der Enthaftung der reinen Beitragszusage stimmt. Die reine Beitragszusage ist eine große Chance für ein stärkeres Engagement in der betrieblichen Altersvorsorge. Und wir setzen auch mehr Anreize für Geringverdiener, auch hier an zwei Stellschrauben. Einmal für den Auf- und Ausbau einer betrieblichen Altersvorsorge. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass wir in Zukunft bis zu 202 Euro anrechnungsfrei stellen und damit das klare Signal aussenden, wer freiwillige Altersvorsorge betreibt, der lohnt sich in jedem Fall. Und zum anderen wird die staatliche Förderung optimiert durch ein spezifisches Steuerfördermodell, gerade für diejenigen, die Geringverdiener sind. Insgesamt 430 Millionen Euro, die zusätzlich in die Hand genommen werden. Und weitere 75 Millionen Euro stehen aktuell in der Prüfung, auch von Seiten der Bundesregierung. Wir haben uns sicherlich, werden wir weiterhin sehen, wie wir es besser machen können, dass gerade die betriebliche Altersvorsorge gestärkt wird. Stärkere Tarifbindung mag schön und gut sein. In aller Linie muss es dir jedoch darum gehen, die betriebliche Altersvorsorge deutlich zu verbessern, auch in der Breite. Hier sehe ich noch Diskussionsbedarf. Und deswegen müssen wir auch darüber diskutieren, wie wir für nicht tarifgebundene Betriebe Möglichkeiten auch an der reinen Beitragszusage über das, was wir derzeit im Gesetzentwurf haben, noch weiter verbessern können. Daneben hoffe ich, dass wir auch eine fachlich ausgerichtete Debatte letztlich in all diesen Punkten haben. Ich freue mich auf diese und freue mich vor allem, dass wir einen noch besseren Gesetzentwurf nach Abschluss der parlamentarischen Beratungen Ihnen allen vorschlagen können zur Abstimmung. Herzliches Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege. Das war richtiges Timing. Als letzte Rednerin in dieser Aussprache erteile ich nunmehr das Wort Frau Kollegin Anja Kalitschek von der CDU-CSU-Fraktion.